Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch drei Wege, wie ihr in 2024 an gratis V-Bucks drankommt. Diese Wege sind wirklich sehr, sehr einfach und ihr könnt damit tausende V-Bucks gratis abstauben. Das ist wirklich sehr, sehr cool, dass es diese Möglichkeiten gibt. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, um auch jeden Weg mitzubekommen. Am Ende des Videos gibt es noch eine kleine Überraschung für euch. Bevor wir jetzt mit dem Video anfangen, aktuell läuft ein Gewinnspiel auf meinem Kanal. Ihr könnt insgesamt 8000 V-Bucks gewinnen. Ich habe 4000 V-Bucks-Karten und 4000 V-Bucks in Fortnite. Das heißt, schreibt einen netten Kommentar mit eurem Epic Games Namen und dann werde ich in den nächsten Tagen einige von euch auslosen und den V-Bucks oder Skins oder Emotes aus dem Item Shop schenken. Deswegen lasst ein Like da, abonniert den Kanal, um auch wirklich dann dabei zu sein. Kommt gerne in meine anonyme WhatsApp-Gruppe, die ist der erste Link in der Videobeschreibung. Dort erfahrt ihr auch direkt, ob ihr gewonnen habt. Ich schicke dort immer alle Gewinner rein und da würde ich sagen, starten wir jetzt ins Video rein. Let's go. Der erste und einfachste Weg ist der Battle Pass. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, der Battle Pass kostet Geld und das wäre ja nicht gratis, aber hört genau zu. Nämlich gibt es eine Möglichkeit, den Battle Pass kostenlos zu bekommen. Wie wir ja alle wissen, kostet der Battle Pass 950 V-Bucks. Und das wird sich auch nicht ändern. Also ungefähr 10 Euro. Aber ich zeige euch jetzt eine Möglichkeit, wie ihr kostenlose V-Bucks bekommen könnt. Und zwar gibt es ja, wenn wir uns den Battle Pass anschauen, gratis V-Bucks, die wir uns freischalten können, ohne dass wir den Battle Pass überhaupt bezahlt haben. Damit gibt uns Fortnite die Möglichkeit, kostenlose V-Bucks nur damit zu verdienen, dass wir Fortnite spielen. Und das ist doch sehr cool, oder? Man kann nämlich heutzutage sehr einfach leveln, indem man XP-Glitches macht oder generell Creative Maps spielt. Es reicht sogar, wenn man jeden zweiten Tag ein paar Runden Fortnite spielt. Ich selber habe letzte Season nicht so viel gespielt, trotzdem war ich Level 100. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, dass es einen kostenpflichtigen Pass und einen Free Pass gibt. Im Free Pass kann man auch einige coole Items und sogar V-Bucks bekommen. Pro Season kann man sich dann also bis zu 500 V-Bucks kostenlos freischalten. Und das ist wirklich sehr, sehr cool, Freunde. Ihr könnt einfach Fortnite spielen und nebenbei gratis V-Bucks freischalten. Wenn ihr dann Level 100 geschafft habt, bekommt ihr mindestens 500 V-Bucks kostenlos von Fortnite. Wenn ihr das dann 2 bis 3 Seasons macht, habt ihr genügend V-Bucks, um euch den nächsten Battle Pass zu kaufen. Anschließend könnt ihr dann im kostenpflichtigen Battle Pass, den ihr natürlich gratis erhalten habt, bis zu 1500 V-Bucks freischalten. Außerdem erhaltet ihr noch bis zu 7 Skins, plus weitere Accessoires wie Emotes, Spitzhacke, Hängekleider, Sticker und vieles mehr. Das alles habt ihr quasi von Fortnite geschenkt bekommen, da ihr ja nichts mit eurem eigenen Geld bezahlt habt. Nach meiner Erfahrung nach lohnt sich der Battle Pass sehr, da man für eine kleine Menge an V-Bucks viele Items und Skins bekommt. Wie gesagt, wenn ihr ein einziges Mal den Battle Pass kostenlos bekommt, dann könnt ihr jeden weiteren Battle Pass kostenlos erhalten und habt sogar noch V-Bucks, um euch etwas aus dem Shop zu kaufen. Und ich sag mal so, der Battle Pass lohnt sich sowieso, deswegen, wenn ihr jetzt nicht 3 Seasons spielen wollt, bis ihr einmal was kostenlos bekommt, dann ladet euch vielleicht einmal für 8,99 € V-Bucks auf und holt euch den Battle Pass. Und dann müsst ihr nie wieder einen Battle Pass kaufen, denn ihr bekommt ja 1500 V-Bucks pro Season und das reicht auf jeden Fall für jeden weiteren Battle Pass und ihr müsst euch nie wieder einen weiteren Battle Pass mit eurem eigenen Geld kaufen. Deswegen achtet, dass ihr jede Season auf Level 100 aufsteigt, dass ihr immer diese V-Bucks mitnehmen könnt. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Aktion von Epic Games, dass sie quasi jedem Fortnite-Spieler ermöglichen, mindestens 1 Skin und weitere V-Bucks zu bekommen. Genau deswegen gibt es heutzutage weniger No-Skins als damals. Holt ihr euch eigentlich jede Season den Battle Pass? Oder lasst ihr auch mal Seasons aus, wo ihr wirklich sagt, nein, diese Season hole ich keinen Battle Pass, eher was aus dem Item Shop? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Das war auf jeden Fall der erste Weg, um an gratis V-Bucks zu kommen. Jetzt kommen wir direkt zum zweiten Weg und das ist wirklich eine sehr gute Methode, um kostenlose V-Bucks zu bekommen. Damit könnt ihr wöchentlich tausende V-Bucks freischalten und das meine ich komplett ernst. Nämlich geht es um Rette die Welt. Ich selber habe früher jeden Tag Rette die Welt gespielt und ich konnte mir dadurch immer kostenlose V-Bucks freischalten. Bei dem Rette die Welt Modus gibt es nämlich tägliche Aufgaben, die man erledigen kann. Dabei erhält man meistens zwischen 80 und 130 V-Bucks. Manche Aufgaben geben sogar bis zu 1000 V-Bucks. Dazu gibt es auch noch eine weitere Webseite, die angibt, welche Missionen es gibt, wo man genau die Mission findet und wie viele V-Bucks man dort bekommt. Ich verlinke euch die Webseite in der Videobeschreibung. Diese Missionen sind wirklich sehr einfach und man kann sie sogar mit seinen Freunden zusammen machen. Außerdem gibt es noch tägliche Belohnungen, die man sich abholen kann. Da sind auch oft V-Bucks dabei. Also kann man sagen, dass man mit Rette die Welt jeden Tag mindestens 80 bis 150 V-Bucks kostenlos freischalten kann. Wenn nicht sogar mehr durch exklusive Missionen. Und Freunde, das ist doch wirklich schon mal sehr cool. Ihr könnt dadurch wirklich sehr viele V-Bucks freischalten und müsst nicht mal viel dafür tun. Ich habe ja Rette die Welt schon sehr lange und früher bekam man sogar, wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat, einfach so 1000 V-Bucks von Fortnite geschenkt. Rette die Welt ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, da Battle Royale ja von viel mehr Leuten gespielt wird. Außerdem wird Rette die Welt auch überhaupt nicht mehr angezeigt wie früher. Wenn man damals Fortnite gestartet hatte, konnte man direkt auswählen, ob man Rette die Welt oder Battle Royale spielen möchte. Das fand ich eigentlich viel besser. Aber Freunde, wenn ihr jetzt Rette die Welt besitzt, dann schaut auf jeden Fall täglich dort rein und macht die Mission. Und damit könnt ihr, wie gesagt, viele V-Bucks einfach so kostenlos bekommen. Und mit diesen V-Bucks könnt ihr euch dann zum Beispiel den Battle Pass kaufen. Wie am ersten Weg erklärt, wenn ihr einmal den Battle Pass habt und die V-Bucks spart, könnt ihr euch jeden weiteren
weiteren Battle Pass kostenlos freischalten. Deswegen, Freunde, ist auf jeden Fall Rettet die Welt eine sehr gute Methode, um in 2024 kostenlose V-Bucks zu bekommen. Allerdings gibt es einen kleinen Haken, denn ich habe mitbekommen, dass es sein kann, dass nun die Leute, die damals also OG Rettet die Welt gekauft haben, diese täglichen V-Bucks kostenlos freischalten können. Ich weiß es nicht ganz genau, bei mir klappt es auf jeden Fall und ich kann mir jeden Tag kostenlose V-Bucks freischalten. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob es bei euch klappt oder nicht, würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn ja, dann könnt ihr euch glücklich schätzen und jeden Tag die gratis V-Bucks abstauben. Wenn ihr allerdings auf das Ganze keine Lust habt und nicht so viel Zeit reinstecken wollt, um kostenlose V-Bucks zu bekommen, dann zeige ich euch jetzt die dritte und letzte und einfachste Methode, um gratis V-Bucks zu bekommen. Und zwar verschenke ich viele Skins und Emotes an meine treuesten Supporter. Außerdem verlose ich ja aktuell, wie am Anfang erwähnt, mehrere tausend V-Bucks durch V-Bucks-Karten. Wenn du auch mal was geschenkt bekommen möchtest, dann komm gerne in meine anonyme WhatsApp-Gruppe. Das ist der zweite Link in der Videobeschreibung. Jeder von meinen treuesten Supporter hat dann die Möglichkeit, was zu geschenkt bekommen. Ich lose aktuell jede Woche 2 bis 3 Leute aus, die was geschenkt bekommen. Wie ich ja am Anfang des Videos erwähnt habe, könnt ihr ja auch jetzt gratis V-Bucks bekommen. Also Freunde, ganz, ganz wichtig, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, tragt auch den Creator-Code PANX im Itemshop ein. Wenn ihr das gemacht habt, Freunde, dann schreibt in die Kommentare euren Epic Games Namen mit einem kleinen netten Kommentar dazu. In den nächsten Tagen werde ich dann einige von euch in den Kommentaren aussuchen und ihnen V-Bucks schenken oder Emotes aus dem Itemshop. Deswegen viel Glück an alle. Zum Ende wollte ich mich nochmal bei euch allen bedanken für den krassen Support in den letzten 2 Monaten. Das sind die ersten 2 Monate, wo ich wieder angefangen habe, komplett durchzuziehen mit YouTube. Ich lade jeden Tag ein Short-Video hoch, habe jetzt auch wieder lange Videos mal hochgeladen. Normalerweise lade ich ja keine langen Videos hoch, aber es macht mir aktuell wirklich extrem viel Spaß, lange Videos zu machen und zu schneiden. Und ich muss sagen, die langen Videos laufen auch echt gut. Die machen viele Klicks, deswegen danke auf jeden Fall an alle, die meine langen Videos schauen. Danke auf jeden Fall an alle, die meinen Creator-Code eingetragen haben. Wir haben schon viele Leute geschickt, dass sie mit meinem Creator-Code einen Skin oder einen Emote aus dem Shop gekauft haben. Wirklich vielen Dank. Und genau deswegen mache ich ja diese Verlosungen, schenke euch V-Bucks, weil ihr mich so krass supportet habt, Freunde. Ich will euch natürlich was zurückgeben, dass ihr auch was davon habt, dass ihr meinen Creator-Code eingetragen habt und dass ihr immer so am Start seid bei den Videos und bei den Livestreams. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Art von Videos ihr in Zukunft sehen wollt. Ich bin für alle Vorschläge offen. Ich habe auf jeden Fall vor, wieder öfters zu streamen, vielleicht sogar mit Facecam. Mein Ziel ist es, dieses Jahr die 100.000 Abonnenten zu knacken. Das wäre auf jeden Fall ein Riesentraum, denn ich habe schon als kleiner Junge davon geträumt, die 100.000 Abonnenten zu erreichen und einmal den Play-Button in Händen zu halten, Freunde. Und da würde ich sagen, war es jetzt mit dem Video. Aktiviert gerne die Glocke, um auch keine weiteren Streams oder Videos mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Jetzt kommt die Outro, da sind vielleicht 2 Videos dabei, die euch interessieren könnten. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Penix und ciao.